Hallo, liebe Motorradfreunde. Vor rund 40 Jahren, im Sommer 1980, saß ich mit Franz Josef Schermer, damals Chefredakteur bei der neuen Motorradzeitung MO, zusammen und wir diskutierten über Gott und die Welt. Dann sagte er mir, morgen, also am nächsten Tag, hätte er einen Termin in Offenbach bei Honda Deutschland und ob ich dahin fahren könnte. Er hätte keine Zeit. Und ich sollte die neue Honda CB900 Boldore nehmen und dann wäre ich geschwind in Offenbach. Er hat gesagt, Franz, ich fahre da gern hin, aber geschwind, ob ich nur mit einer 250er fahre oder mit einer 900er, spielt keine Rolle. Ich brauche circa 2 Stunden und da ändert sich nichts an. Und dann sagte der Franz, aber, was so viel bedeutet, erzähl kein Blödsinn. Und dann sagte ich aber, Franz, wir sollten mal ausprobieren, klein, gering, groß. Mal einen großen Test machen, mit verschiedenen Motorrädern eine richtige Strecke fahren und gucken, wer ist als Erster am Ziel. Meint er, nicht schlecht. Sag ich, wir fahren demnächst zur Boldore nach Südfrankreich. Das sind exakt 1000 Kilometer. Lass es uns noch mal ausprobieren. Und dann hat Franz gesagt, gut, mach mal. Dann habe ich mir überlegt, was sind die idealen Motorräder für so einen Test. Dann ist mir die Kawasaki Z1300 eingefallen, ein Riesenmotorrad, 6 Zylinder, 1300 Kubik, 100 PS, über 200 Sachen schnell, Kardanantrieb, das wär's, das ist die größte Maschine. Dann habe ich überlegt, wen setzen wir da drauf? Die Idee fiel auf den Wolfgang Möckel, ein freier Testfahrer bei uns, ein Nachwuchsrennfahrer, genau der richtige Mann. Dann in der nächsten Kategorie, 4 Zylinder, Yamaha XJ650, 71 PS, 650 Kubik, knapp 190 Sachen schnell, Kardanantrieb, eine schöne Sportmaschine, genau die richtige Maschine für den Franz. Dann als dritte Maschine, eine 2 Zylinder, die Suzuki GSX 400, 27 PS, 400 Kubik, 150 Sachen schnell, Kettenantrieb, als Fahrer unser freier Mo-Testfahrer Peter Frohnmeier, Ex-Grand Prix-Fahrer, genau der richtige Mann dafür. Dann die kleine Schlusslicht, die Laterne, 1 Zylinder, 250er, fiel die Wahl auf die Honda CB250 RS. 26 PS, 130 Sachen schnell, mit Rückenwind versteht sich, und die wollte ich fahren. Das war ja meine Idee, die Herausforderung. Wer ist als Erster in Bandol, dem Küstenort bei der Rennstrecke Paul Ricard in Südfrankreich und von der Redaktion bis darunter exakt 1000 Kilometer. Die Motorräder wurden bestellt, optimal vorbereitet, neu bereift, Öl gescheckt, Kette gescheckt, alles schön vorbereitet. Jedes Motorrad bekam am Lenker eine Zeituhr, dann zur Sicherheit 5 Liter Reservekanister auf die Sitzbank. Man kann ja nie wissen, was alles unterwegs passiert. Eine Frankreichkarte und dann ein Fahrtenbuch, wo jeder Fahrer genau eintragen musste, Kilometerstand, Zeit, wie lange angehalten wird, Besonderheiten und. Am Freitag vor dem großen Rennen, dem 24-Stunden-Rennen der Boldore, ging es in Esslingen an der Redaktion los. Bei mir auf der 250er, ja, habe ich gedacht, jetzt geht's los. Nach der zweiten Ampel rot. Ich kam nicht vorwärts, ganz alleine stand ich da. Und dabei hatte ich noch 1000 Kilometer vor mir. Dann wurde es grün. Noch ein paar Kilometer und ich war auf der Autobahn. Richtung Karlsruhe, dann Richtung Basel. Nach ca. 200, 250 Kilometer tanken. Kleines Päuschen, weitergefahren. Keinen von den anderen 3 Kollegen mehr gesehen. Und immer schön mit der Honda 120, 130. 120, 130. Dann wieder getankt.
circa 100 Kilometer vor dem Ziel. Ich fahre auf der Autobahn, auf einmal werde ich überholt. Ich gucke, da ist der Peter Frohnmeier mit der 400er Honda. Ich habe vielleicht geguckt, wie kommt der hinter mich? Ich denke und dachte, Mensch, die müssten doch schon alle unten in Südfrankreich sein. Naja, ich kannte mich ganz gut aus, noch ein paar Kilometerchen rechts ab, nach Bandol rein. Wir waren am Café Le Veni, direkt am Meer verabredet. Da stand da schon der Peter Frohnmeier, trank sein Käffchen, wir haben gelacht. Und wo sind die anderen? Keine Ahnung. Sind die schon im Baden? Sind sie an der Rennstrecke? Wir waren die beiden Ersten. Dann haben wir einen Cappuccino getrunken. Und dann trudelte auf einmal der Franz ein mit seiner Yamaha. Der hat vielleicht geguckt, wo kommt ihr denn her? Ja, wir sind schon hier. Und du? Ja, ich bin auch schnell gefahren. Keine Ahnung. Und wo ist der Wolfgang Möckel mit der dicken Kawasaki? Keine Ahnung. Dann haben wir Cappuccino getrunken. Und dann trudelte auf einmal der Wolfgang Möckel ein mit der dicken Z1300. Der hat vielleicht geguckt und dabei hat er gedacht, er wäre der Erste. Aber das hat sich dann auch schnell rausgestellt. Der hat immer schön Päuschen gemacht, dann ist er wieder volle Pulle gefahren, dann wieder Päuschen gemacht. Und das hat natürlich Zeit gekostet. Letztendlich Peter Frohnmeier der Erste, ich kurz dahinter, dann der Franz mit der Yamaha und der Letzte war der Wolfgang Möckel mit der Z1300. Ich habe 60 Liter Benzin verbraucht, der Wolfgang Möckel 120 Liter Benzin verbraucht. Ich bin ca. 9,5 Stunden gefahren, insgesamt 1000 Kilometer mit diesem kleinen Ding. Und der Beweis war erbracht, mit einem kleinen Motorrad kommt man auch ans Ziel. Diese ganze Geschichte hat dann der Franz schön in einem Test gemacht. Und dann kam das dann in der Mo 1,81 mit allen Werten, mit allen Testergebnissen. Und das hat riesen Spaß gemacht. Tschüss!